Und heute geht's mal wieder rund um Mäus. Wenn das jetzt noch abschweifen sollte und abflachen, dann fresse ich wirklich einen Besen. Aber der gute Alte hat sich bis in den Monat Ramadan reinretten können, ohne ein Statement äußern zu müssen, beziehungsweise ein Statement droppen zu müssen, bezüglich der wohl angeblich unterschlagenen Spenden, die er für die Türkei-Erdbeben damals gesammelt hat. Es geht hier um einen Betrag rund um die 100.000 Euro und zigtausend Leute, die gespendet haben, die dadurch quasi geprellt wurden, ihres Rechtes beraubt, und Mäus soll sich das ganze Geld in die eigene Tasche gesteckt haben. Es gibt noch tausend weitere Vorwürfe, die im Raum stehen. Einen sehr, sehr großen Vorwurf werden wir heute noch behandeln, am Ende des Videos, denn da gibt es einen Talk mit einem der Obdachlosen, dem der Mäus damals wohl quasi geholfen haben soll, wo er sich sein Image aufgebaut hat, mäßig, ich bin der Samariter, der Liebste, der Strammste und ich unterstütze und hast du nicht gesehen. Aber erstmal kommen wir auf die Stories von Jigsaw zu sprechen, denn er hatte Mäus angeschrieben und gefragt, ey, hör mal, was ist los mit diesen Spenden aus der Türkei? Und ihr wisst, Jigsaw lebt zurzeit in der Türkei. Grüße geht an der Stelle raus an ihn. Und hat ganz normal nachgefragt, hat dann eine ekelhafte Antwort von Mäus erhalten. Daraufhin sind diese Stories entstanden. Ich hoffe, euch geht's gut. Tut mir leid, dass ich euch an so einen Tag stören muss. Die Sache mit Mäus hat mich auch interessiert, sage ich euch, wie es ist. Hat mich interessiert, und bevor ich da jetzt eklig da rangehe, habe ich ihn höflich gefragt, wie das in meiner Story sieht. Ich habe so eine Antwort bekommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Psychosen habe und finde, dass diese Antworten, die da kamen, wirklich unhöflich und nicht korrekt sind. Oder ob ihr das auch so, weiß ich gerade nicht. Aber ich denke, wir sind da einer Meinung. Guck mal, eine Sache noch. Du hast bis 18 Uhr Zeit, für diese Frechheit, was du jetzt gibst. Du hast bis 18 Uhr Zeit, das zu erklären, ob du Türken abgezogen hast mit 100.000 oder nicht. Du hast bis 18 Uhr Zeit. Wenn du das bis 18 Uhr nicht machst, lass ich eine krasse Bombe platzen. Die wird dich dahin schicken, wo du herkommst. Mach, das kannst du mir glauben. Mach bis 18 Uhr. Alles klar. Erklär das den Leuten jetzt. Keiner will dich ficken. Wir wollen nur wissen, wo ist das Geld. Also, du hast bis 18 Uhr Zeit. Und ich weiß, du wirst jetzt auf cool machen und tausend Beleidigungen und jeden in deinen Beitrag beleidigen und auch mich beleidigen und hast du nicht gesehen und was weiß ich was. Guck mal, mein Freund. Wenn du das um 18 Uhr nicht gemacht hast, Wallah Billah, ich nehme dir deine Männlichkeit. Aber sowas von. Aber sowas von. Du sagst, das ist der Dank und wir spielen mit dir? Ich zeig dir, wie das geht, mein Freund. Für diese Unhöflichkeit. Ich habe dich ganz normal gefragt. Ich weiß nicht, welche Psychose du lebst, Digga. Ich habe dich ganz normal gefragt, was für ihr Türken, ihr das. Wie redest du überhaupt, ja? Wie redest du überhaupt? Dein ganzes eigenes Volk hasst dich. Soll ich den Leuten mehr erzählen, was die Tschetschener mit dir und deinen Ohren mit deinen Uhren gemacht haben? Um 18 Uhr lasse ich eine Bombe platzen, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich schwöre, dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist keine Rapperbombe. Das ist keine 18 Uhr, ja, ich diss dich. Ich nehme dir dein letztes Stolz, Ehre, dein letztes Stolz, dein letzter alles. Ich nehme dir alles weg. Alles. Um 18 Uhr, du machst das jetzt. Mach mal nicht. Du redest doch die ganze Zeit von, du machst jetzt Krieg. Du willst doch alle Leute bekriegen jetzt. Du willst doch alle Leute bekriegen, ne? Salam alaikum, ich bin da. Du willst mich bekriegen? Komm. Ich habe dich ganz nett gefragt. Das ist deine Reaktion. Ein emotionales, kleines Kind, was nicht reden kann. Jeden beleidigst du. Du beleidigst 16-jährige, 12-jährige Kinder, deren Mütter zurück auf irgendwelchen Beiträgen. Und redest von Armageddon, Armageddon. Um 18 Uhr lasse ich ein Armageddon über deinen Kopf regnen. Du wirst mich nie wieder vergessen. Nie wieder wirst du mich vergessen. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Ich habe dich nett gefragt. Nett gefragt. Und seht ihr das? Guck mal, du hast eine Psychose. Ich habe dich nett gefragt. Du hast mir. Ich habe gerade versucht, das zu lesen, aber kann das nicht entziffern, weil das zu klein ist. Er hat irgendwas geschrieben von wegen, es ist Ramadan. Und wie ich am Anfang des Videos schon vermutet habe, hat ihn quasi dieser Monat seinen Arsch gerettet. Weil ich glaube kaum, dass von ihm irgendetwas noch kommen würde. Jetzt in den nächsten 4 Wochen. Aber ich kann euch versichern, wir befinden uns in einem Zeitalter, Alter, wo man bei so etwas nicht mehr locker lässt. Ihr habt es bei diversen Rappern da draußen gesehen und bei ihm wird das genauso sein. Sobald sich die Gelegenheit bietet, sobald er wieder den nächsten Schritt macht, wird er darauf hingewiesen und das Ding wird so viel Fahrt bekommen. Es geht halt um veruntreute Spendengelder. Nicht nur, dass er seine Fans verarscht hat, die quasi durch ihn helfen wollten, um Erdbebenopfern in der Türkei zu helfen. Nein, er hatte auch die Opfer in der Türkei, worunter es sehr, sehr viele Menschenopfer gab, also Tote, die hat er auch um ihr Hart gebracht. Deswegen, diese Thematik wird mit Sicherheit nicht einfach so vergessen werden. Du hast mit mir geredet, als ob ich ein kleiner Hund bin. Dann habe ich dir das und das gesagt, was ich um 18 Uhr mache, und du hast das geschrieben. Ja, ne. Ich bin nicht dein Bruder. Jetzt sind wir auf einmal Brüder. Gerade hieß es noch, eure Türken haben nur das und das. Die haben 100.000 gespendet. Du hast deine Immobilien damit zugemacht. Laber keine Scheiße. Ich bin nicht dein Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, dass du mit mir jetzt so höflich reden musst. Ich bin kein YouTuber. Um 18 Uhr. Ich mach das. Das türkische Uhrzeit um 20 Uhr. Ich schau das nächste Story raus. Warte mal, was ich mit dir jetzt mache. Naja, und am Ende des Tages kam dann diese Story von Mäus. Ey, Jigsaw, ich glaube, wir haben uns privat falsch verstanden. Es ist eine schwere Zeit und dich sehe ich immer als jemand, der zu mir gehört. Verzeih, wenn du in falschen Hals bekommst.
bekommen hast. Wir sind beide explosive Jungs. Wenn man tagelang dasselbe gefragt wird und ein Freund zweifelt, macht es traurig. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mach dir keinen Kopf. Ich gebe dir mein Wort. Ganz Deutschland wird erfahren, was Lügen waren und was Wahrheit ist. Versprochen. Das ist wieder dieselbe Masche, die er bei jedem macht. Ja, man wird traurig, wenn ein Freund an einem zweifelt. Ja, aber bis jetzt hat jeder einzelne Freund an dir gezweifelt, weil du jeden einzelnen Freund hintergangen hast. Das sieht selbst ein Blinder mit einem Krückstock. Daraufhin schreibt Jigsaw: Ich gehöre nicht zu dir, ich gehöre zu Gott und du bist ein Heuchler, kein Zurück mehr für dich. Ich habe dir gerade privat gesagt, mach Story und ich höre auf. Und du hast das sofort gemacht, weil du weißt, ich habe recht, ich bin nicht der Maskenmann. Merk dir das, kein Zurück. Daraufhin wurde die Bombe aber nicht gedroppt. Ja, ich weiß, sehr, sehr enttäuschend jetzt für viele von euch da draußen. Aber der Samariter hat sich eingemischt und Folgendes geschrieben: Ihr wisst es am besten, wir haben Ramadan und in Ramadan sorgen wir für Frieden. Ed Jigsaw und ich haben telefoniert und ich habe ihn gebeten, mir zuliebe die Bombe nicht platzen zu lassen und aus Liebe zu diesem heiligen Monat zu verzeihen. Hey. Jigsaw hat dann geschrieben: Ich küsse dein Herz, Bruder, du weißt, dass ich dich liebe und mir deine Meinung wichtig ist. Egal was war, Bruder, Herz für dich, die Liebe und für diesen Monat mache ich das gerne. Egal wer was denkt, ich überlasse Mois Gott und verzeihe ihn sogar, möge er mir auch verzeihen. Ich habe mit ihm nichts zu tun und will auch nichts zu tun haben mit ihm. Und bevor wir zur Hauptthematik kommen, hier noch ein sehr interessantes Video, wie es überhaupt zu dem Zusammenbruch des Kellers kam. Warum man immer so schön sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und zwar, wie Asche den Keller zerstört hat. Auf entspannten, schläfelnden Nasen, let's go. Gehen wir zurück ins Jahr 2021. Asche, ein eher unbekannter Street-Rapper, steckt gerade in der Promophase seines Collabo-Albums NBK mit Kollega. Mois währenddessen, gerade zur Hochzeit des Kellers und mit einer enormen Fanbase, veröffentlicht plötzlich Anfang des Jahres ein Video über Asche. Ein Video, welches sowohl Asches als auch seine Karriere grundlegend verändern sollte. Mois warf Asche in diesem Video vor, sein gesamtes Rapper-Image auf Lügen aufgebaut zu haben. Asche erwähnte nämlich in nahezu jedem Track seine tschetschenischen Wurzeln. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Mois leakte sogar Asches Ausweis, wo bei seiner Herkunft stand, dass er Pole ist. Sein echter Name soll demnach außerdem auch nicht Ismail sein, wie Asche selbst oft behauptete, sondern Christoph Konrad Aschenberg. Als das Video veröffentlicht wurde, schlug es ein und man wartete sehnsüchtig auf Asches Reaktion. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Asche. Ich habe versprochen, mit einer musikalischen Stellungnahme mich zu all Dingen zu äußern, die im Raum stehen. Egal wie oft die Leute schon gedacht haben, ich stehe nicht mehr auf. Ich bin immer wieder aufgestanden. Und diesmal werde ich dasselbe tun. Ich werde jeden einzelnen von euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Mich kriegt ihr nicht klein, okay? In diesem Sinne, adios amigos, wartet auf meine musikalische Stellungnahme. Dass dieser Track jedoch der Anfang vom Ende des Kellers war, wusste bis dato noch niemand. Nur 6 Tage später veröffentlichte Asche seinen 20 Minuten langen Track History, wo er die Frage über seine Herkunft klarstellte und mit Mois abrechnet. Und ich muss hier sagen, ich habe ja auch darauf reagiert, es war ein geisteskranker Song. Kannst du sagen, was du willst, dieser Song hat alles auseinandergenommen und er hat mit jedem aus dem Keller abgerechnet. Wenn du real bist, wieso kriegst du von deinen Landsleuten Schläge? Wurde mein Studio verprügelt, ich blickte in den Raum und sagte, ach, hallo, ich bin neue Folge, richtig und das war. Da war die ganze Sache noch lange nicht vorbei. Asche leakte außerdem, dass Mois ihn wohl erpresst haben soll, um seinen Diss-Track zu verhindern. Mois antwortete mit einem neuen Video, wo er diesen Vorwurf verneinte und sich über seinen Diss-Track lustig machte. Ein paar Stunden darauf meldete sich auch Maestro, ein ehemalig guter Freund von Mois und Teil des Kellers, zu Wort und veröffentlichte einen Antwort-Track. Der Track kam jedoch extrem schlecht an und hat dem Keller mehr geschadet als Asche. Was ich hier an der Stelle nicht verstehen kann, denn ich fand diesen Track, die Antwort auch sehr, sehr stark. Lag vielleicht am Beat, der benutzt wurde, aber er war trotzdem sehr stark. Auch inhaltlich hatte er Hand und Fuß. Nichtsdestotrotz muss man dazu fairerweise sagen, ihr wisst ja, mittlerweile hat sich Maestro zum größten Feind von Mois entwickelt, obwohl er damals der beste Freund war und auch alle anderen aus dem Keller. Keiner redet mehr gut über Mois. Das heißt, quasi hat nicht Asche den Keller zerstört, sondern Mois hat selbst seinen eigenen Keller zerstört. Nach einiger Zeit fielen noch immer mehr Widersprüche in Mois Videos und im Diss-Track von Maestro auf, weshalb der Hate gegen den Keller immer größer wurde. Allmählich verlief die ganze Sache im Sande und Asche ging aus diesem Beef als Sieger hervor. Und er profitierte sogar von der Aufmerksamkeit, die er für seine Promophase nutzte. Monate später legte sich der Beef zwischen Asche und dem Keller, wobei Asche in seinem Soloalbum sehr viele Zeilen dem Keller und insbesondere Maestro widmete. Eine Reaktion darauf gab es allerdings nie. Eine lange Zeit verging und der Keller löste sich allmählich auf. Skandale über Einbrüche und interne Streitigkeiten führten dazu, dass die Keller-Member getrennte Wege gingen. Auch Maestro distanzierte sich langsam von Mois und baute sich ein eigenes Standbein auf.
Mois vertrug sich währenddessen wieder im Hintergrund mit San Diego und führte seinen Kanal ohne den Keller weiter. Seine Freundschaft zu San Diego mündete später in einen gemeinsamen Trailer, der mit einer sehr weirden Promo-Aktion angeteased wurde. Wenn du dich mit einem Typen zusammentust, gegenüber dem ich genauso stehe und Leute im Internet wissen, was sie wissen dürfen, aber du weißt ja, was du weißt, dass du genau den seinst und den mich quasi dissen lassen willst, obwohl ich so ein Ding heute mache, wie ich es tue, finde ich gottlos schwach von dir. Ich sage dir ehrlich so, schade, dass wir uns unter solchen Umständen nach so vielen Jahren wiedersehen. Ich will auch zu diesem Signing nicht viel sagen, zu dir habe ich gar keine Worte zu verlieren. So, am Ende des Tages weiß ich auch, dass Sunny irgendwie weiß, dass du genauso Snitch-Moves machen wirst, wie du sie auch bei jedem schon getan hast. So. Warum? Er hat ja nichts Falsches gesagt. Er war ja das Signing und er hat quasi die Wahrheit ausgesprochen. Das ist so ein Ding bei Psychopathen, die sprechen immer wieder deren kranke Fantasien aus und auch deren wahren Charakter lassen die nach außen durchsickern, indirekt, kryptisch. So, Leute in Öffentlichkeit sollen denken, was sie wollen, aber was du für ein Mensch bist, weiß man sowieso. In dem Sinne, ich bin eher viel mehr enttäuscht von Sunny, dass er überhaupt mit so einem wie dir redet. Naja, schließlich war Mois selbst das Signing und disste dort unter anderem wieder Asche, aber auch seinen alten Weggefährten Maestro, der sogar am selben Tag noch Vater wurde. Maestro kündigte an, sich dazu noch zu äußern. Asche, der ein paar Monate zuvor noch mit BBM zusammenarbeitete, reagierte und erklärte BBM nun seine Feindschaft. Gleichzeitig bekam der Track großen Hate ab, da weder andere Rapper noch die Community Mois als Rapper akzeptieren konnten. Maestro released ein paar Tage darauf sein Video und zerstörte Mois Reputation vollkommen. Ja, das ist halt der Fehler, den viele begehen. Die Rapper denken sich, wir nutzen mal die Reichweite eines Influencers aus, wollen dann langfristig mit ihm zusammenarbeiten, wobei die nicht checken, dass dieser Influencer hinter sich nur verbrannte Erde ließ und am Ende des Tages gar nicht rappen kann und höchstwahrscheinlich sich in irgendwelchen Filmen befindet und glaubt, dass Katzengejaule geil klingt. Aber genau so ein Heuchler ist Bushido. Ihr habt ja gesehen, Bushido war der Erste, der anfing da zu schießen und jetzt ist er der Erste, nachdem Mois quasi keinen anderen Ausweg mehr hat, weil niemand mehr mit ihm kooperieren will, quasi Bushido der Erste ist, der sich bereit erklärt hat, mit ihm das neue Format Nice or Scheiß zu starten. Was auch San Diego und seinem Label stark schadete. Gleichzeitig verkündete Maestro, dass er das Kriegsbeil mit Asche schon seit langem begraben hatte und interviewte ihn sogar ein paar Monate darauf in seinem Format. Mois steht nun ganz allein da. Das Signing mit San Diego scheint auch nur ein Probemove gewesen zu sein, da Mois seither nicht ein Track mehr released hat. Außerdem äußerte sich Asche, welcher aktuell am Hochpunkt seiner bisherigen Karriere ist, nach langem, was er von Mois und auch San Diego hält. Was San Diego betrifft, diesen Move, unter der Schublade, so, der ist auch für mich nicht mehr existent, so. Ob es menschlich ist, privat sowieso gar nicht mehr. Und musikalisch, der kann so krass und seine VBT oder was weiß ich, seine Kostüme schützen, wie er will. So, für mich ist er nicht nur wegen dieser Sache, sondern auch vielen, vielen, vielen anderen Dingen. Einfach nur menschlich gesehen Müll. Asche war vielleicht der Grund für den Untergang vom Keller, hat aber bestimmt stark dazu beigetragen und insbesondere Mois geschadet. Mois versuchte Asches Karriere zu zerstören und musste nun die Konsequenzen erfahren. Er wird sich vermutlich nicht mehr von den Schaden erholen können, welcher durch den Diss-Track ausgelöst wurde. Und da bewahrheitet es sich wieder. Was bleibt? Ist Asche. Und jetzt, last but not least, ein Scam-Talk, denn der gute alte Shieno, das ist dieser Typ hier auf der rechten Seite. Viele von euch werden ihn sofort wiedererkennen. Das ist der Typ, der jetzt das Ganze mit den veruntreuten Spendengeldern etc. über Mois exposed hat. Dieser Typ hat sich jetzt gedacht, ich hole alte Drehpartner ran, wie jetzt zum Beispiel den hier. Da ist einer der Obdachlosen, der von Mois quasi versorgt wurde und lässt diese Leute über Mois auspacken. Das heißt, er startet seine YouTube-Karriere auf den Nacken des untergehenden Schiffes namens Mois. Hören wir uns das Ganze mal an. Also ich erwarte jetzt nichts Positives. Ich meine, wir hören ja eigentlich nur Negatives, was Mois betrifft. Go. Willst du dich kurz mal vorstellen? Ja, ich bin Lukas. Früher habe ich gearbeitet mit Mois. War ich YouTuber, TikToker. Aber alles war nicht so geplant, wie Mois haben das alles erzählt. Ja, und auf diese Geschichte gehen wir gleich ein bisschen genauer ein. Denn Lukas, also die meisten von euch, die ihn kennen, er ist quasi jemand, sagen wir mal, der bekannteste damals Obdachlose, den Mois quasi für seine Videos benutzt hat. Genau. Und, ja. Erzähl einfach mal, wie habt ihr kennengelernt. Ja, Mois habe ich kennengelernt, wo ich war in Altstadt, habe ich gesessen, habe ich große Schubaflächen, kann ich nicht laufen. Dann Mois ist bei mir gekommen mit Kameramann, noch mit anderen Personen. Habe gesagt, Junge, was ist los mit dir? Brauchst du Hilfe? Habe mich Cola gekauft, eine Brötchen und habe gesagt, komm, heute ist dein Tag, nimm meine Karte und kannst du nehmen Geld, wie viel du willst von meiner Karte. Habe ich da geweint, weil ich habe das nicht geglaubt, dass er will mich so helfen. Eine kurze Sache noch, das weißt du auch gar nicht, jetzt wo du das erzählst. Es war halt so, dass diese Karte, die du hattest, also die Leute, die das jetzt nicht wissen, ich war halt auch die ganze Zeit da und war die ganze Zeit mit Lukas unterwegs, richtig? Ja, war so. So, genau. Und diese Karte,
Karte, die du schon am Anfang hattest, war tatsächlich meine Karte. Ach, mit deinem Geld aufgehoben hast. Ja, so. Entweder ist der Typ, dieser Chieno, übertrieben dumm oder er hat da den maximalsten Profit gesehen hinter der ganzen Sache, um seine App dadurch bewerben zu können. Diese Spaghetti, bla bla bla, keine Ahnung, was auch immer das da war. Aber so, was ich bis jetzt raushöre, der hat dem Mois ständig finanziell unter die Arme gegriffen für die Produktion diverser Videos. Und das kannst du ja auch quasi gar nicht absetzen, weil das ja nicht seine Firma ist. Hoffen wir es mal. Vielleicht steckt er ja auch mit ihm unter einer Decke, wovon ich nicht ausgehe. Ne? Der hat ja dem Mois den maximalsten Schaden wieder zugefügt. Die Reputation von ihm war ja schon am Boden, aber er hat dann nochmal die Leiche rausgegraben, geschändet, wieder rein und wieder zugebuddelt. So in dem Stil. Aber trotzdem, jetzt schon wieder muss ich hier einfach sagen, ey, ist der einfach nur dumm oder hat der einfach nur die maximalste Gierbrille aufgehabt und hat alles ausgeblendet, dachte sich, egal, ich hole das Zehnfache wieder rein durch die Reichweite, die Mois mit sich bringt. Oh, jeden Tag kommt neue Geschichte von Mois. Ja, und ich habe mich gegeben die Karte, habe hingestellt, habe gesagt, nimm wie viel du willst. Dann habe ich gefragt, ob ich 200 Euro nehmen. Ich habe gesagt, ja, ist kein Problem, kannst du 200 Euro genommen. Habe ich geweint, weil ich habe das nicht geglaubt. Ja, und dann wir sind weg. Ich habe noch mich extra 100 Euro gegeben, 120 Euro habe mich noch extra gegeben. Ich habe gesagt, dann Lukas, Freitag, sei hier Freitag, 15 Uhr, komme ich dich abholen und dann ich helfe dir, von die Straße wegzukommen. Ja. Und jetzt fängt die Geschichte erst richtig an. Ja, jetzt kommt die Geschichte jetzt richtig. Okay, da war ich Freitag noch mit meiner Ex-Partnerin, 15 Uhr. Dann hat Mois mich nach Krefeld mitgebracht. Erstmal waren wir in Primark. Wir sollen nicht... Sorry, aber der Typ ist obdachlos und hat einfach eine Partnerin gehabt, eine Freundin. Ich habe ein Haus über dem Kopf, ich arbeite, ich habe ein Auto, mir geht's eigentlich sehr, sehr gut und ich krieg's nicht geschissen, seit über einem Jahr eine Partnerin zu finden. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ich und meine Ex-Partnerin kaufen Sachen, welche wir wollen. Ich denke, da war auch deine Karte. Da war noch Pascal am Start. Also, da war von ihm die Karte, genau. Okay. Ja, dann wir haben ein paar Sachen gekauft. Dann habe gesagt, Mois habe gesagt, dass er hat noch eine Überraschung für uns. Dann wir sind in Krefeld in ein Restaurant gekommen. Da haben wir schon gegessen. Er hat gesagt, ja, kann ich dich Arbeit geben, Wohnung, du kannst für mich arbeiten. Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich sage, wow, für einen Tag so viele Überraschungen. Und dann wir sind gefahren. Ich gucke, hier ist keine Laden, keine Büro, gar nicht. Ich habe gesagt, ja, wir mieten jetzt für dich und für deine Ex-Partnerin eine Wohnung. Ich habe das Video auch schon gesehen, wo meine Ex-Partnerin hat das Probleme gemacht. Und dann habe ich die Wohnung verloren. Und da war ich... Aber warte kurz, weil ich habe ja auch, also ich weiß fast alles, aber ein paar Sachen habe ich jetzt auch nicht richtig mitbekommen. War das jetzt so, dass du, bevor denn das gleich mit dem Büro kommt, schon in einer Wohnung warst? Ja, ich war schon vor dem Büro. Ja, Ich glaube, gemietet die Wohnung. Da war so eine Hotelwohnung da. Okay. Ja, und dann habe ich das verloren wegen meiner Ex-Partnerin. Ich will die Namen nicht sagen, weil ich habe schon das vergessen. Ja, und dann habe ich ein paar Tage im Hotel gewohnt, wenn ich gut denke. War das das mit mir oder da? Ja, wo wir... Nee, da vertauschst du gerade, muss ich kurz sagen. Sag mal, erst Büro, dann kam das. Ach so. Dann kam das. Also okay. Es gab quasi danach dieses Büro in Krefeld und da kannst du jetzt mal was selber dazu erzählen. Ja, dann, wo Mois hat gesagt, ich habe mich Wohnung gekauft. Das ist Bullshit. Ich habe die Wohnung nicht gekauft. Kollege hat das vermietet. Das war ich. Ja, ich habe das vermietet. Das habt ihr auch schon im Video davor wahrscheinlich gesehen, dass ich da belegen habe. Das war nicht gekauft. Mois will nur Klicks für seine Video. Und ich habe da einen Monat geliebt. Ja, einen Monat, wo ich war auf polnische Party, habe ich Vandale gemacht. Ja, passieren, weil war zu viele für mich. Meine Fehler. Aber die Wohnung war auf jeden Fall nicht gekauft. Wie Mois sagt, das auf Video, dass er hat mich Wohnung gekauft. Auf einmal in einer Nacht gekauft Wohnung. Ist das nicht normal? Aber egal. Millionär. Und ja, dann ich bin von die Wohnung weg. Dann habe ich Pascal hat mich auch vor, wo ich war weg, wo alle haben geschrieben, Lukas, komm zurück bei Mois. Ich war ganz. Aber du bist gerade sehr schnell in die Zukunft gesprungen. Wir müssen noch ein paar andere Sachen sagen. Zum Beispiel bei dem Büro in Krefeld. Da müssen wir jetzt erstmal also aufgehen. Weil das war quasi noch relativ am Anfang, wo du noch so dabei warst. Sag ich und mal. Wo ich. Und, darf ich kurz? Mhm. So, da war das halt so, dass dieses Büro in Krefeld, wo er auch schon Mois seinen Palast errichten wollte, so, das war halt eine komplette Baustelle. Und da hat er halt drin gewohnt, sag ich mal. Ne? Und dazu kannst du mal ein bisschen genauer eingehen. Weil du bist gerade schon sehr in der Zukunft. Ich bin ein bisschen lange nicht auf Kamera und habe ich vergessen, das schon. Ja, habe ich auf die Büro, wo ich habe keine Wohnung, dann habe ich in die Büro geschlafen. Da war kein Bett, gar nichts. Wie kann ich das sagen? Da war eine... Ach so, ja, genau. Also ich war ja auch da. Ich habe alles gesehen. Es war also noch nicht mal eine Matratze, wurde ihm zur Verfügung gestellt in diesem Büro, wo er geschlafen hat. Und da waren eine Heizung oder so? War das kalt? Gar nichts. Heizung war auch, weil die haben schon alles gemacht. Er hatte halt auf so einem kleinen Ledersofa halt geschlafen. Von zwei Leute, welche kann da sitzen? Ich weiß gerade auch gar nicht, hatten die dir überhaupt eine Decke gegeben oder so? Nein, keine Decke. Noch nicht mal eine Decke hat ihm was gegeben. Und da war viele Ratten. Und ich habe gezählt in einer Nacht vielleicht 5-6 Ratten. Was meint er damit? Meint er jetzt Mois mit Ratten? Hat er ihn mitgezählt? Also waren es 4 Ratten plus Mois oder waren es tatsächlich 5 echte Ratten? Weil ich glaube nicht, dass Mois die Nacht da mit ihm verbracht hat. Aber jetzt
jetzt mal Spaß beiseite. Warum hat dann Chieno nicht ihm eine Decke gegeben? Er war doch mit am Start, der hat das doch gesehen. Oder die anderen Leute, die drumherum waren. Ich raff das einfach nicht. So, das muss man mir mal erklären. Ja, dann habe ich die unten, wo soll die schöne Büro und Kneipe sein von Mois. Die ganze Keller habe ich, die Trockenbau, die Jungs haben da alles gemacht schön. Ich habe das nur gemalt. Da kommt die Fitness. Nur fertig war die Fitness da. Ja, dazu, ich muss auch ab und zu unterbrechen. So, es war halt so, dass quasi eine Firma, ich weiß jetzt nicht welche, dort organisiert war, damit die das dort alles einrichten, dies und das und so etwas. Und dann war das halt so, dass quasi Lukas angeboten wurde, dort halt mitzuarbeiten. Und dafür wurde dir auch Geld versprochen, glaube ich. Ja, oder? War Geld. Und Mois hat mich gesagt, dass ich kriege bei ihm Vertrag. Also ich kriege jeden Monat meinen Lohn. Und was hast du bekommen? Ihm gesagt, ich sag so, wo ich habe die... Oder was hast du erstmal alles gemacht da drin? Alles. Ich habe so die Boden von oben weggeschmissen. Von unten habe ich die ganze Boden weggeschmissen. Habe ich alles geschleifen da, die ganze Wand, wo war Gerüst, wo ich, sie kann sehen, dass auf meinem Instagram, das ist noch ein Foto, wo ich habe das gemacht. Ich habe das alles geschleifen mit meinen Schupperflächen, wo ist das nicht gut, aber ich habe das dazu kommen wir gleich. Ich habe das alles geschleifen, ich habe die Fitness fertig gemacht. Ja, und das war's, weil ich war da. Ja, also er hat dort wirklich aktiv jeden Tag gearbeitet, weil das war eine krasse Baustelle. Und wie er gerade gesagt hat, wie heißt deine Krankheit? Schupperflächen. Schuppenflechte. So, und die hat er halt und trotzdem hat er dort halt hardcore gearbeitet. Du kannst sogar mal auch so ein bisschen. Guck mal, Leute, ihr kennt meine Schupperflächen. Das ist viel besser schon geworden. Ich war jetzt im Krankenhaus, ich habe Spritze gekriegt, Lichttherapie, jetzt ist alles besser, kann ich weiter normal leben. Ja, aber da, wo Mois hat gesagt, ja, Lukas, wir machen Therapie. Ja, die Therapie, bis jetzt, ich sehe nicht. Ich habe selber... Noch einmal waren wir bei Apotheke. Ja, Apotheke, wir waren zwei, dreimal. Ja. Der Mann, das war ein guter Mann, er hat mir die Spray gegeben, aber die Spray, ich habe nur mich ein bisschen geholfen, weil ich muss Lichttherapie haben und extra Spritze kriegen wegen Schupperflächen. Ja, und wir haben das geschafft, Lukas alleine. Ja, danach hat er ja trotzdem nichts mehr bekommen. Also, wir waren da, also ich war halt einmal mit bei dieser Apotheke, anscheinend war er zwei, dreimal da. Ja, und waren wir einmal noch in andere Apotheke noch. Ja. Ich war ja, wie gesagt, ich habe fast alles mitbekommen. Ja, ich war ja nicht ganze Zeit. Nee, aber du warst fast ganze Zeit mit. Und kurz nochmal zu dem Arbeiten im Büro. Also wie viel, wurde da dir ein bestimmter Betrag an Geld versprochen, dass du bekommst für die Arbeit, die du da machst oder so? Erstmal, wo ich bin in diese Wohnung, erstmal, wo ich habe noch die Wohnung, wo ich habe das gemietet. Er hat mich und meine Ex-Partnerin einen Gutschein gegeben, Karte von Rewe, da haben wir 100 Euro gekriegt. Vor Wochenende, da können wir uns Essen kaufen und alles. Dann war Montag. Montag ist Mois gekommen mit Kameramann. Dann wir sind gefahren nach Saturn. Mois hat gesagt, ja Lukas, bist du jetzt YouTuber und TikToker? Du brauchst ein Handy. Ich kaufe dich jetzt ein iPhone. Für deine Partnerin, wir kaufen auch ein Handy. Wie hast du dich dann gefühlt, als er gesagt hat, willst du das machen? Und ich habe gedacht, boah, er liegt nicht. Er will das wirklich mich helfen, weil welcher Mann kauft zwei Handy auf einmal? Ja, also du hast das wirklich quasi als Chance gesehen für dein Leben selber. Ich war zufrieden. Ich habe auch da geweint, weil iPhone ist auch nicht billig. Das ist ein zu teuer Handy. Ja. Ja, klar. Und, aber du darfst halt nicht vergessen, im Internet verdient man viel Geld und dagegen ist so ein Handy. Welches iPhone war das? XS oder keine Ahnung. Ja, das ist halt auch nicht das teuerste Handy oder so, womit das dafür geeignet ist, so ein YouTube auf, zu machen. Ja, aber auf einmal so auf zwei Handy, da, wie sagen so. Ja, klar, für dich extrem krass, aber man muss auch die andere Seite ein bisschen sehen. Für ihn ist das Müllhandy. Gar nichts. Für ihn war es gar nichts. Genau. Ja, und dann war ich in dem Büro, wir haben das alles gemacht. Dann einmal, ich rufe ihm an, dass ich brauche ich Geld. Er sagt mir, Lukas, ich bin jetzt unterwegs, ich komme später. Ich sage, dann kannst du deine Kollegen sagen, dass er kann uns Geld bringen, weil wir müssen für Wohnung auch ein paar Sachen kaufen, weil ich habe gedacht, wir bleiben mit meiner Ex-Partnerin da lange, dann wir brauchen ein paar Sachen kaufen, du Wohnung nochmal zu leben. Er ist nicht gekommen, dann ist nach ein paar Tagen gekommen und dann wir haben getroffen, Mois in seinem Büro, wo er hat gearbeitet. Aber nicht wie seine Büro, aber egal. Und dann habe gesagt, für Video, nur für Klicks, habe schöne Video gemacht, oh, das ergibt mir meinen Lohn. Okay, ich habe gekriegt, ich sage... Warte kurz, um ein bisschen klar zu verstehen, meinst du jetzt Video auf deinen Kanal oder auf seinen Kanal? Auf seinen Kanal, genau. Mein Kanal war später erstmal. Genau, es ist ja so, dass viele Videos mit Lukas gemacht wurden, ne? So, ein auf den Jahr, er kriegt jetzt da wurde ihm geholfen, dies und nur das. Nur für Klicks. Genau, und jetzt habt ihr gemerkt, es wurde noch nicht mal eine Matratze hingelegt, wo er da im Büro geschlafen hat. Ja. So, noch nicht mal das. Und durch diese Klick auf YouTube verdient man halt Geld. Und dieses Geld, was verdient wurde, war deutlich mehr als das, was Lukas bekommen hat. Und das, was Lukas bekommen hat, hast du jetzt im Nachhinein, jetzt vielleicht in dem Moment dachtest du ja, okay, vielleicht ist das von Mois oder so, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, von wo das Geld eigentlich kommt. Ja, und das ganze Geld war von dir. Lukas hat alles für mich gegeben. Genau. Wo wir waren unterwegs, ich sagte, Mois, kannst du mich Geld geben? Und er hat mir immer, gib ihm 100 Euro oder 50 Euro. Ich habe immer gesagt, und du hast mich immer gegeben, wo du warst nicht meine Chef, Mois war meine. Genau. Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen. Das scheint der Chieno nicht zu verstehen, der Typ da aber auch nicht. Es geht bei dieser Art von Videos, die Mois da gemacht hat, nicht darum, mit den Videos Geld zu verdienen. Ja, man verdient mit Videos Geld. Aber er hat dadurch seinen Ruf dermaßen gepusht. Ich weiß ganz genau, bevor Maestro sein Video gegen Mois gedroppt hat, konnte man Mois nicht anprangern. Denn es hieß immer wieder... Ja, aber er hieß auch, dass ich
Arbeitslosen. Er gibt ihnen eine Option. Er gibt ihnen Hoffnung. Pustekuchen, jetzt seht ihr, wie diese Hoffnung ausgesehen hat. Und das ist der wahre Wert solcher Art von Videos. Das hat der Bartmann damals auch gemacht. Mittlerweile ist er in Vergessenheit geraten, denn jeder der Obdachlosen, der quasi von denen ausgenutzt wurde für Reichweite, Klicks und guter Reputation, hat sich gegen diese YouTuber gewendet. Denn am Ende des Tages ist die Intention dieser YouTuber nicht denen zu helfen, sondern sich selbst zu helfen. Er hat gesagt, dass ich ihm das geben soll. So, dass okay, gib das du, genau. Du kriegst das zurück. Natürlich habe ich das ja nie bekommen. Ne? Das wurde ja auch schon wieder davor gesagt. Toller, guter Mensch. Okay. Ja, Mois ist sehr lieber Mensch. Aber ja, ich weiß nicht, was soll ich sagen. Ne? Das tut für mich auch. Die Jungs, wo, die wollen Werbung machen für seine Firma. Die Trockenbau-Jungs auch. Die haben die Chef und die Trockenbauer haben alles von seiner Tasche bezahlt. Die Trockenbau, die Material und alles. Er hat alles von seiner Tasche bezahlt. Ja, also wie ich am Anfang, ich muss unterbrechen. Mhm. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, da war quasi eine Firma, die das alles einrichten sollte. Und im Gegenzug wäre halt quasi Werbung für die gewesen. Anscheinend hat diese Werbung auch nie stattgefunden. Das heißt, die Leute haben dort sehr viele Sachen schon gemacht, eingerichtet, dies und das und so etwas. Und was haben sie am Ende bekommen? Kurz von Mois. Ja, ist so. Ja. Und die Jungs wirklich von Trockenbau, die Jungs waren so korrekt. Die sind immer gekommen. Lukas, wann magst du die Büro aufmachen? Ich sage, wie viel Uhr willst du? 6 Uhr kannst du? Ich sage, okay, kein Problem. Ich bin immer 6 Uhr. Ich habe die Büro noch aufgemacht. Die Jungs sind gekommen. Ich habe die Jungs geholfen. Und der Junge hat fast 20.000 investiert für scheiße Werbung, wo er hat die Werbung nicht gekriegt. Und jetzt kriegt er auch das Geld nicht zurück. Ja, und die Klima-Jungs auch. Klima ist auch nicht billig. Die Jungs sind von, keine Ahnung, welche Stadt gekommen, aber die brauchen nach Krefeld 3 oder 4 Stunden Fahrt mit Klima. Die Papa hat die Klima gratis gegeben. Die Jungs haben die Klima gemacht. Und was die Jungs haben gekriegt? Gar nichts. Keine Werbung, gar nichts. So viel Arbeit, Aufwand. Ihr müsst es aus der Perspektive der Arbeiter halt auch sehen. Einfach nur, weil, also ihr wollt halt, keine Ahnung, vielleicht hatten die Firma oder so etwas und wollten die halt einfach pushen und deswegen die Werbung. Und dann machen die, da stecken eigenes Geld und alles rein. Und am Ende kriegst du halt einfach wieder nichts. So, oder wo war noch ein Elektriker, junge Person. Gesehen, dass wir suchen einen Elektriker. Ich weiß nicht, ob er hat schon die Ausbildung fertig gemacht. Er hat gesagt, ich mache das für sonst. Du weißt, welcher Elektriker, der junge Mann, welcher war bei uns. Ja, ich glaube, der war so, keine Ahnung, Mitte 20 oder so. Ja, genau. Und er hat gesagt, er macht das für sonst. Nur das. Genau, der ist immer dort auf der großen Leiter. Genau, das ich mache ein Foto mit Mois. Dann Mois auch nicht einmal gekommen, dass er macht mit ihm Video und so, Video oder Foto oder. Aber ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir einmal mit ihm sogar essen. Ja, einmal. Da war nur die Danke für ihn, einmal für Essen. Der Typ hat sein Schweiß dort komplett, er hat da so viel Arbeit reingesteckt. Essen ist drin wenigstens. Er kommt von Schule, 15 Uhr, er macht bis bei die Büro bis 20 Uhr, geht nach Hause, schlafen, Schule, kommt nach Büro, macht nicht Strom und was haben wir gekriegt? Auch nicht danke. Ja, alles schön und gut. Also ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, aber der Junge hat das freiwillig gemacht. Du hast ja auch ein Dach über deinen Kopf gekriegt. Hast du ja auch freiwillig gemacht. Du hättest ja jederzeit aussteigen können. Natürlich, ich bin absolut kein Freund von Mois, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Nichtsdestotrotz, diese Leute haben es freiwillig gemacht. Diese Leute haben es in der Hoffnung gemacht. Vielleicht Reichweite dadurch zu generieren. Vielleicht, dass deren Bekanntheitsgrad ein wenig steigt. So, die Intention ist safe da gewesen. Vielleicht auch einfach nur, weil der Junge Mois gefeiert hat und sich dachte, ey, ich will dabei was Gutem helfen. Vielleicht hat Mois ihn sogar auch verarscht und meinte, guck mal, das ist der Obdachlose. Ich helfe ihm schon uneigennützig. Dann meinte der Junge, okay, cool, da bin ich auch dabei. So, natürlich, Manipulation spielt da auch eine Riesenrolle. Am Ende des Tages trotzdem ist sehr, sehr vieles, was da passiert ist, auf freiwilliger Basis geschehen. Ich wusste noch nicht mal jetzt, dass er noch an die Schule ging. Weil Lukas hat ja mit denen viel mehr Zeit gehabt. Ja, ich war mit allen Leuten fast da. Ja. Oh ja, was kann ich noch sagen wegen Mois? Wir spielen keine Casino? Okay, wir sind jetzt weg vom Thema Büro. Wir sind jetzt im Casino-Thema. Ich überlege die ganze Zeit, was kann ich wegen Mausi Mois sagen. Weil er sagt immer bei Video bis Ende, wir spielen keine Casino. Und einmal, du, ich und Mois, wir haben mich abgeholt und Mois hat ein Handy, Samsung, und er will das sofort zu verkaufen. Er läuft ganze Krefeld, einer will ihm geben. Was heißt er läuft? Ich bin da gefahren. Ja, wir sind ganze Krefeld, wir haben gesucht, eine Lade, welche kauft das Handy. Wir laufen, er ist sauer, weil einer will ihm 400 Euro. Er wollte halt mehr für dieses Handy, er wollte mir das auch verkaufen. Ich wollte das nicht, weil ich habe jetzt hier S24 Ultra, darauf habe ich gewartet. So. Er war richtig pisst auf mich. So. Auf mich auch. Das Ding ist, Lukas sagt gerade, sauer, er redet es runter. Aber jetzt in den Kommentaren, die er jetzt auf sein Insta und so das beantwortet, das ist ja sein normales Ich quasi. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn er sauer ist. So. Oh, ist Katastrophe. Schlimmer wie eine Mädchen, welche haben seine Tage. Ja, aber die benehmen sich auch nicht gerade besser als irgendwelche Mädchen, die ihre Tage haben mit ihrer Lästerei. Nichtsdestotrotz, überlegt euch mal, das ist derselbe Mois, der dann da sitzt und so. Dann wollte Floyd Mayweather, wallah, der wollte auch noch ein Privatjet. Und ich dachte mir, auf süß, ich zahle die 80.000 aus meiner eigenen Tasche.
Lack, zahl mal deine 80.000 Euro Schulden an Maestro zurück, bevor du einem Floyd Mayweather 80.000 Euro für ein Privatjet zahlst. Die 80.000 Euro, die du nicht hast für einen Kampf, den es nie gab, wo du wieder deine ganzen Zuschauer angelogen hast. Und für 400 Euro wegen einem Handy, damit der 400 Euro in seiner Tasche hat, ist er durch ganz Krefeld gedümpelt, wie so ein Junkie, der wieder Geld braucht für die nächste Line, die er ziehen kann. Und das ist halt das, was mich maximal an ihm abfuckt. Mach, was du willst, sei der größte Junkie, geh ins Casino, trink dein Alkohol, konsumier deine Drogen, mir scheißegal, aber tu mir nicht permanent auf Moslem in deinen Videos und fuck mich nicht ab damit. Einfach sehr gut beschrieben. Schlimmer als ein Mensch, der seine Tage hat. Ja. Und dann noch, stell dir vor, du bist 7 Jahre alt und hast Tage. Das geht gar nicht, aber du bist trotzdem einfach dieses Schlimme. Ja, und so. Wir haben Gott sei Dank, ich habe das Handy verkaufen. Ich weiß nicht, ob das auf deine Ausweis oder auf meine, weil ich habe keine. Ach so, musste man, das weiß ich gerade. Ich glaube, das war auf meine. Du meinst, das von Verkauf? Ja, ja, ja. Weiß ich, hat der Typ das nicht einfach so genommen? Nein, nein, ich habe auf Vertrag das gemacht. Ja. Aber ich kann nicht richtig erinnern, ich will nichts Falsches sagen. Egal. Und dann, ich habe gesagt, ich fahre nach Duisburg. Wo Moi sagt immer, wir spielen keine Casino. Und wo sind wir gefahren? Die größte Spielhalle in Duisburg. Und er hat da verloren 2000 Euro. Und dann will er noch mehr Geld vom Kollegen. Ja. Gib mir. Also nehmen ist immer sehr, sehr leicht. Aber geben von sich selber? Gar nichts. Also davon hat man bis jetzt nichts gesehen. Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah. Wir sind gerade, ich habe keine Tattoos auf meinem Körper. Ich konsumiere keine Drogen, meine Bruder. Alhamdulillah. Ich spiele keine Casino, keine Alkohol. Alhamdulillah. Inshallah. Deine Fresse, geh mal weiter kacken, du. Und bah, abtören, wenn ich sowas höre. Ja. Oder was kann ich noch, weil ich... Aber ich muss einmal nochmal unterbrechen. Das war jetzt, guck mal, das war jetzt noch eine Geschichte, wo wir im Casino waren. Die Geschichte mit dem Ipe-Clip kennt ihr ja inzwischen, dass er dieses Geld, was er von mir dafür bekommen hat, halt auch im Casino verballert hat. Es ist halt einfach, es ist halt echt. Was soll man noch dazu sagen? Überleg mal, einmal trotzdem, unabhängig von den ganzen, so trotzdem, Lukas war obdachlos. Ihm fällt nichts Besseres ein, als ein Handy zu verkaufen, weil er Geld braucht. Und wegen Geld, was er braucht, ist er so angepisst. Und dann nimmt er uns halt auch sogar einfach, Lukas, zu dem Zeitpunkt halt noch obdachlos, nimmt er ihn halt einfach mit ins Casino. Was Besseres fällt ihm nicht ein. Und verballert das ganze Geld, wegen dem er am Anfang richtig sauer war, auch auf uns. Und ja, ich sag noch eine, wir sind ins Casino gefahren. Ich habe ihm gesagt, Mois, gib mir ein bisschen Geld, weil ich muss Zigarette kaufen und essen. Da hast du mich noch die Stange gegeben, Zigarette vom Auto. Achso, ja. Weil ich habe da nichts zu rauchen. Du hast von deiner Ferse bis du bei mir gekommen, hast du hier Lukas hat ja vor ein paar Tagen das Zigarette. Ja. Und trotzdem habe ich gar nicht von Mois gekriegt, weil ich habe alles im Casino verballert. Und habe gar nichts gewinnt. 2000 Euro in 2 Stunden oder 1 Stunde. Daher kann ich ein bisschen geben und kann ich was kaufen. Aber nein, nur spielen. Ja, stimmt. Er hatte gesagt, ja, wenn ich gewinne, dann kriegst du. Ja, dann krieg ich. Geile. Und dann später ja. Hast du mich nach Treffen mitgebracht. Nee, ja, ich habe bei dir da geschlafen. Nach dem Casino? Ja, nach Casino, wo ich bin bei ja, dir. Ja, genau. Also es ist ja so, dass ich hatte halt hier die Wohnung für geschäftliche Zwecke quasi gemietet in Düsseldorf, Nähe Düsseldorf. Und da hat dann halt auch Lukas, weil Mois auch da nichts auf die Reihe bekommen hat, Lukas auch eine Zeit bei mir gewohnt. Das kommt ja auch nochmal dazu. Hab ich. Und Gott sei Dank hast du mich geholfen, weil wo soll ich dann gehen schlafen? Wo die Straße ist schon wieder? Ja. Und Mois war das scheißegal, weil Mois hat sein Haus von Kollegen, wo ich habe gesagt, das ist sein Haus. Das ist ja auch schon lange. Da gab es ja noch ein Haus und das ist ja auch schon lange weg. So. Ja, ist schon alles weg. Ja, und ich sag so, Leute, weil ich spring ein bisschen, weil das, was ich habe im Kopf, dann ich sag euch, insgesamt, ich habe von Mois in diese, wie lange ich habe mit ihm gearbeitet? 6-7 Monate, so ungefähr. So lange, echt? Ja. Habe ich von ihm gekriegt, insgesamt, ich will jetzt nicht lügen, 2000 Euro. Und das, was er hat, Video mit mir gemacht auf seinem Profil, die alle Klicks, er hat das alles genommen. Aber das ist sogar eine Sache. Das ist was anderes. Das ist okay, aber das danach, da muss ich kurz sagen, er hat ja dann, viele von euch, die ihn halt kennen, erinnern sich wahrscheinlich daran, einen YouTube-Kanal extra für ihn eröffnet. Extra für ihn. Ja, und genau. Zu diesem YouTube-Kanal, was hat er gesagt, was mit dem Geld passiert, dass er das dort reinkommt? Boah, das... Das Geld von, die, auf deinem YouTube-Kanal. Das kommt Geld für mich. Für genau. Mich. Und ich habe gar nichts gekriegt. Genau. Gar nichts. Das, ich habe gesagt, Lukas, wir machen jetzt für dich eine, genau, jetzt habe ich das im Kopf, wir machen jetzt einen Kanal YouTuber für dich und das, was du verdienst mit deinem Film, dann kriegst du das Geld für dich. Ja. Und ich habe deine Passwort gekriegt für meinen Kanal. Geiler Kanal, der ihn gehört, Mann. Er hat noch nicht mal Zugang gehabt. Gar nichts. Und ich habe kein Geld von ihm gekriegt. Und wo er hat mich versprochen, Lukas, okay, ich bin nach 2 Stunden bei dir, ich gebe dir da Geld. Da ist er gekommen nach einer Woche, nach 5 Tagen. Ja. Dann habe ich, Gott sei Dank, habe ich noch nie, du hast mich auch geholfen oder Kameramann. Ich habe gesagt, ja, kannst du mich helfen, wenn ich kriege von meinem Lohn, von meinem Chef Mois. Dann, ja. Ich gebe dir zurück. Gott sei Dank, wo ich habe gedreht mir Video mit Kameramann. Er hat mich auch geholfen, er hat mir das gegeben. Ich habe ihm Also werden wir alle nicht. Natürlich, also ich habe jetzt großen Teil dazu beigetragen, aber auch
geholfen, aber ich war ja nicht ganz dabei. Es gibt viele Leute, die ja trotzdem immer wieder halt irgendwie geholfen haben. So sei es ich, sei es der Kameramann, sei es sogar halt auch, als wir essen waren, der Chef von einem Restaurant oder so etwas. Es ist halt einfach, also hätten diese Leute gar nicht geholfen, wärst du so lange bei Mois geblieben? Nein, jetzt, Gott sei Dank. Also hättest du überhaupt so lange bleiben können? Ich habe das nicht gewusst, weil ich habe erst mal das gesehen, nach eine Woche oder zwei Wochen das Video, was ist passiert mit Mois, dass alle, und ich habe dich gesehen, ne? Ich sage, nein. Du, also jetzt zum Statement meinst du? Ich sage, das glaube ich nicht. Und dann habe ich dich auf Instagram gesucht und dann, wir haben geschrieben. Ja, er hat mich halt nach diesem Statement quasi so einfach angeschrieben auf Insta. Ich sehe so irgendwas, Lukas und dein Insta-Name. Den können wir am Ende halt auch nochmal einblenden und halt unten auch in die Beschreibung reinpacken. Dass er mir halt einfach geschrieben hat, möchte dir eine Anfrage senden. Und dann dachte ich so, okay, krass. Das war irgendwie morgens, keine Ahnung, 6, 7 Uhr oder so. Ja, 6 Uhr, weil ich war schon, ich kann nicht schlafen und ich habe dich geschrieben. Und da hast du mich sofort eine Antwort gegeben. Ja, ich wollte dann gerade schlafen gehen. Mein Schlafrhythmus existiert nicht. So. Ja, und ja. Und was kann ich noch wegen Mois sagen? Leute, ich sag jetzt wirklich, er ist ein großer Gegner. Ich habe noch so eine Person nicht gesehen. Er hat schon verdient, wo ich war noch nicht mit ihm. Er hat so viel Geld verdient, aber ich habe alles. Einfach puff, ich sag so, wo wir waren in FIBO, die Messe FIBO, die Fitness. Ich habe da gemacht, ich habe mich seine Tasche gegeben, da war ich glaube 5000 Euro und er hat das in halbe Stunde war leer. Warum so? Ich verstehe das nicht. Ja. Weil er muss ja krass wirken auf Videos. Ja. Und selber, und dann selber, ich habe keine Geld. Immer da, wir gehen hier essen, hier, weil die kennen mich, ich muss hier nicht bezahlen, weil ich bin großer Star. Wir hier in Krefeld auch, bei dem italienischen Restaurant ist gekommen und die haben auch, die Chef hat gedacht, ja, Mois ist ein guter Junge, muss nicht bezahlen. Und immer da essen, für sonst. Ja, und dann, sogar bei so Kleinigkeiten, damit er kostenlos Essen bekommt, betrügt er quasi die Leute. Aber das spricht er nicht gerade für seinen Charakter. Und da muss man sagen, das stimmt, was sie da erzählen, ist ja bei mir genauso. Es gibt sehr, sehr viele Läden, wo ich kostenlos Essen gehen könnte. Unter anderem, Liebe geht hier an der Stelle raus an Monument Burger in Leverkusen. Richtig geiler Laden. Es waren auch nur irgendwie 70 Euro oder so jetzt das letzte Mal, wo ich da war. Ich bestehe aber darauf, dass ich das Geld zahle, weil du hast da gegessen, du hast deren Leistung in Anspruch genommen, da will ich halt auch dafür bezahlen und ich habe wirklich vom ganzen Herzen gerne Werbung dort gemacht, ob nun über Instagram Stories, dann noch über TikTok, dann noch per Video, wir haben den ganzen Vlog gedreht, während andere, die davor dort waren, mit viel, viel weniger Reichweite einen ganzen Batzen Geld erhalten haben, habe ich nicht mal zugelassen, dass die Kosten des Essens auf Nacken des Hauses gehen, auf Nacken von meinem Bruder Rostam, sondern habe das auch noch gezahlt. Von daher, es gibt Menschen, die sind so, es gibt Menschen aber wie Mois, die sind so. Das Schicksal und Karma, nennt es wie ihr auch wollt, ballern diese Menschen komplett weg. Obwohl er so viel betrügt und lügt und nur Scheiße baut, hat er am Ende des Tages immer noch nichts, außer einen Scheißruf. Das ist schon hart, also das ist wirklich hart. Oder ich habe auch diesen Mann von Düsseldorf, welcher mag Anzüge, wo ich habe. Ach so, ja, ich weiß gerade nicht den Namen von dem, aber ich weiß, was du meinst. Da wo Mois quasi immer seine Anzüge anfertigen lassen hat oder gekauft hat. Ich habe ihm auch verarscht. Ich habe von ihm so viele Sachen gekriegt, aber... Wirklich, Leute, ich weiß nicht, warum. So. Ja, ich habe von ihm jeden. Wusste ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, weil er eigentlich jeden, mit dem er unterwegs ist, verarschen will. Ja, so, das ist halt das. Ich habe jeden verarscht, jeden. Was hat er denn da gemacht? Ja, da ist schön, das kostet so, gib mir das Geschenk oder mach mich für meine Körper extra eine Hemd für mich und so. Der Junge hat das nicht bezahlt, ne? Nie. Ja, ich habe auch selber eine gekriegt, wo wir haben ein Video gemacht, wo ich suche Arbeit. Der hat gesagt, aber davon wusste ich selber nichts, aber. Lukas, das ist ein Geschenk von mir für dich, dann das hast du Anzug, das kannst du Arbeit suchen. Ja. Und dann nicht mehr weg von Mois. Auch da zum Beispiel, du sagst gerade, weil du hattest den Anzug dann quasi bekommen, er hat gesagt, das ist Geschenk von mir für dich, so wie du jetzt gesagt hast. Ja, aber von diesem Mann, nicht von Mois. Achso, ich dachte, Mois hat es nicht gesagt. Nein. Achso, ich dachte gerade, er hat wieder von jemand anderem etwas genommen und hat so getan, als ob er es dir schenkt. Von Mois habe ich, von ihm, ich habe die Jacke gekriegt, aber ich weiß nicht, ob ich das auch geschenkt gekriegt, weil von ihm wirklich, ich weiß nicht, ob ich habe von ihm was gekriegt, weil oder das Geld war von dir, oder das Geld war von Pascal, oder das Geld war von anderen Leuten, aber nicht von ihm. Das ist krass. Und Mois, wo ist meine Hack? Da hast du es wieder. Der Hackmeister kann wieder am Start sein. Also ich weiß nicht, was das für ein Meister ist, der niemandem seinen Hack zurückgibt, aber keine Ahnung. Ich warte auch auf meine Hack. Ich warte auf meine Geldbisschen, meine Para. Ja, da wäre eigentlich auch was offen, auf jeden Fall. Ich habe nicht für das, was er gearbeitet hat. Mois, ich habe wirklich nicht gewusst, dass du bist so eine Piep. Aber das, was ich habe gesehen jetzt bei Internet, was läuft bei dir, ne? Und Leute, wenn sie mag Mois und die schreiben gleich bei dem Video mich scheiße Kommentare, Lukas, du bist Arschloch, Lukas, du bist bla bla bla, das juckt mich nicht. Ich mag jetzt nur ein Video oder vielleicht zwei.
Und dann, ich mag mit dir. Achso, ihr dürft noch nicht vergessen, zum Beispiel, es gab ja auch sowas, so, ich glaube, Video wie Lukas ist jetzt weg oder so, oder er ist wieder da und ah, sowas. Ah, genau. So, jetzt halt die Sache, er ist ja nicht einfach so weggegangen. So. Ja, das lässt sich ja Schlussfolge aus den Sachen, die jetzt auch schon erzählt wurden. Ja, wo Mois hat gesagt, Lukas ist weg, Lukas hat schon wieder getrunken und bla bla bla, wo ich war auf die polnische Party. Ich war nicht weg, da war nur für Mois, er macht das Video, weil er hat schon verloren die Klicks. Keine Leute wollen ihm Klick, Klick, Klick machen und er hat gemacht, Lukas ist weg. Wir wissen nicht, wo ist Lukas und ihr habt alle mich geschrieben, Lukas, komm zurück bei Mois, komm zurück bei Mois. Er will dich helfen, er will dich helfen. Leute, ich war nicht weg. Ich war nicht weg, ich war ganze Zeit in Krefeld. Ach so, verrückt. Ich war nur ganze Zeit in Krefeld, nur dabei seine Idee, dass er will nur Klicks. Wo ich habe mein Profil gekriegt und ich habe das erste Video gemacht, dann nach 2 Stunden war mehr Klicks wie bei ihm. Ich habe 2 Millionen Zuschauer und ich habe da vielleicht 20.000 und nach 2 Stunden ich habe mehr Klicks gekriegt. Ich glaube, das Video ist sogar noch online, aber die haben ja den Kanal irgendwie ja, die haben den Namen geändert. Aber das ist was anderes. Ich habe jetzt nur Leute Instagram, später stellt meine Instagram, wenn sie wollen, sie kann mit mir immer schreiben, aber ja. Also kurz als Fazit. Was halt sehr verrückt ist, weil ein Großteil von dem Erfolg, den Mois halt hat, der basiert quasi darauf, auf Videos Obdachlosen zu helfen, dies und das und so etwas. Und den größten Teil, weil er die Hauptperson war, hat halt quasi, ist durch Lukas irgendwo stattgefunden, ne? So, weil sehr viele Leute kennen ihn halt. Also er ist halt die Person von denen, denen er so geholfen hat mäßig, den halt die meisten Leute kennen. Und das heißt, er hat einfach, ihr müsst euch das mal in euren Kopf zergehen lassen oder wie auch immer ich das jetzt nennen soll. Es ist halt einfach, er hat einen Obdachlosen genommen, um hat dann ihm geholfen, hat gesehen, okay, das ballert gut Klicks und dann hat er ganz weitergemacht, ihm ganze Zeit leere Versprechungen gemacht, bei den kleinsten Kleinigkeiten, sogar Versprechungen, die hätte er theoretisch zu dem Zeitpunkt sogar auch locker einhalten können. Mhm. Aber er wollte einfach nicht, denn er will einfach nicht von seiner eigenen Tasche aus quasi den Leuten direkt helfen, vor allem, wenn es kein Video gibt. Oder ich habe noch einen jetzt im Kopf, wo ich habe mit dem neues Video gemacht, er hat gesagt, ja, wir kaufen Lukas Führerschein, Lukas macht Führerschein, so. Er hat überall telefoniert. Warte kurz, hast du jetzt deinen Führerschein? Wenn ich kaufe in Polen, da habe ich auch mal gedacht, aber ist leer. Okay, ist leer. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, und ich habe jede Fahrschule hier angerufen. Dann habe ich bei ihm in Instagram eine Fahrschule in Krefeld gemeldet. Wenn du magst für uns Werbung, dann Lukas kann bei uns Führerschein machen. Okay. Ja, und Mois ist einmal, ich glaube, da gefahren. Ich habe ein bisschen Fahrer genommen und dann Lukas muss mal einen Führerschein. Also hat Mois da auch wieder verdient? Indem er dich halt ausgenutzt hat, dass du Führerschein machen kannst und sonst was. Und ja, nachdem er das Geld hatte, war er wieder weg. Ja, das ist immer das so. Kennen wir. Ja. So. Er will nur, oder ich hab gemietet ein Auto, wo ich habe Führerschein gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Führerschein fertig oder nicht. In Berlin mag das. Ich habe gemietet eine Mercedes für 2 Tage oder 7 Tage. Und was meinst du, Mois hat ja, Mois, habe einmal gemietet eine Mercedes. Ach so, nee, Mois hat keinen Führerschein. Ja, ich habe gemietet Auto, Mercedes und er hat gesagt, ja, ich habe eine Mercedes neu gekauft und bla bla bla. Alles ist gekauft. So. Sobald er es sieht, hat er schon gekauft. So, das ist halt so. Ja, das typische ApoRed-Syndrom. Dann steht er da so. Ich habe es mir einfach so gekauft. Boah, ich krieg Aggressionen, wenn ich daran denke, wa? So ist so ein auf den, so, er sieht Lukas, ja Lukas, du gehörst jetzt mir, ich hab dich gekauft, mach was ich will. So ein auf den, so, das ist halt verrückt, das ist verrückt. Ja. Oder wirklich, ich hab auf ihm, Mois, wann kommst du, weil ich brauch das. Ja, ich komm nach 2-3 Stunden, 5 Tage später. Lukas, okay, ich bin jetzt hier, ich muss Video drehen, hast du hier ein bisschen Geld? Er ist nur bei mir gekommen, wenn er will nur Video drehen. Ja, klar. Er ist nur da gekommen, egal ob da war 23 Uhr, Lukas, schläfst du, ja, komm, mach dich fertig, ich muss Video drehen. Ich hab gute Plan, ich hab gute Plan. Hauptsache, ja. Weil zu dem Zeitpunkt hat er halt fast täglich, glaube ich, halt ein Video hochgeladen. Ja. Und deswegen halt immer, wenn irgendwas sein sollte, wo Lukas dabei ist, hat er ihn direkt kontaktiert und dann ging das. Aber ich glaube, hat er sich kein einziges Mal mit dir so normal getroffen? Nein. Nur für Video immer? Nein, nur für Video. Das ist die Realität. Nicht privat, komm Lukas, wir gehen zusammen im Fitness oder keine Ahnung, komm, wir gehen ein bisschen spazieren oder gehen wir zusammen alleine essen. Nein, nur wenn er will Video drehen, weil ich habe Idee, ich habe Plan, wir machen das. Nur daher habe ich nur gemeldet. Ja, aber wie ist denn die Beziehung überhaupt gestartet? Es war doch eine Videoidee. Man kannte sich ja vorher nicht und es ist ja nicht so, dass die beide homosexuell wären und eine Beziehung miteinander eingehen wollen, dass man zusammen spazieren geht oder essen oder ins Fitnessstudio. Ich verstehe das gerade nicht. Nichtsdestotrotz, ich kapiere schon, was die Intention des Ganzen ist, zu zeigen, ihm geht es nur um Profit. Bei ihm ist die Gier stärker als alles andere und da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also da hätte ich auch dieses Video hier nicht gebraucht, um zu wissen, wie skrupellos Mois ist. Und ich habe jetzt noch eine, wo ich war noch nicht auf YouTube. Er hat auch in Königsallee die eine, auch Obdachlose kennenzulernen. Welche will auch helfen und Wohnung ihm und alles, wo er hat gesagt, Mois hat gesagt, er ist Junkie, er braucht nur für Kokain. Und war einmal Video, das immer das Video, dass er ist, der Obdachlose ist gekommen bei Mois im Büro und Mois macht ein Video,
Er hat bei mir Kokain gelassen im Büro. Ach so. Weißt du? Ich weiß. Das war dieser, wie hieß der? Ich glaube, irgendwie Sammy oder so. Irgendwie sowas. Dieser Obdachlose auf Düsseldorf war das auch. Und er schläft in Sparkasse. Und er hat das nicht gelassen, der Junge, weil ich habe mit ihm geredet und ich glaube, dieser Junge war, ich war selber obdachlos, er ist obdachlos. Ich bin auch jetzt momentan, kann ich sagen, obdachlos, weil ich kriege jetzt nur Hartz IV für Staat, aber das ist egal. Und ich habe mit ihm geredet, ich habe mit ihm getroffen, er hat gar nichts gelassen. Mois hat das extra nur gemacht, er hat nur Alufolie genommen, nur für ein Video, dass Mois kriegt nur Klicks. Ja. Und er hat selber das gelassen. Überleg mal, Junge, sorry, dass ich ab und zu unterbreche, aber überleg mal, wie krass das ist. Der Typ, der auf der Straße ist, nachdem er sieht, okay, er hat keinen Bock mehr auf ihn, macht er so etwas und stellt ihn geisteskrank als süchtigen Typen da, als Freak und sonst etwas. Und ihr habt ihm das ja auch alle abgekauft, ne? Das heißt, ihr habt ihm dann geglaubt, dass diese Person, die vielleicht doch wirklich, ich weiß es im Endeffekt nicht, die vielleicht doch wirklich Hoffnung hatte, ein geiles neues Leben oder ich sag mal, einfach Stand im Leben zu finden, dass halt einfach ihr geglaubt hat, dass er das alles gemacht hat, wie Mois es im Internet dargestellt hat. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ich bin der Mois, ich werde niemals, walla walla. Und es ist Ramadan, da sollten wir halt deine Fresse, geh weiter Brötchen backen, geh weiter Leute verarschen und betrügen, du Heuchler. Ach. Absolut verrückt. Er hat ihn ja als absoluten Junkie dargestellt, Mann. Und dann sagt er, ja, egal, man kann den Leuten nicht trauen oder so etwas, die werden alle rückfällig und so etwas. Kann sein, dass es bei vielen sogar ist, aber ich höre das jetzt hier gerade auch von Lukas, anscheinend ist es nicht der Fall gewesen. Und das ist geisteskrank, nur damit er ihn quasi so wegdrängen kann, aber dieses Wegdrängen mit noch gut Klicks mitnehmen, weil er so ein Thema auch hat. Das ist die gleiche Situation wie bei mir, wo ich war in polnischer Disco, okay, war vielleicht für mich zu viel, ich habe getrunken, ich war in Disco, ich will auch meine Ruhe. Und dann Mois mag, Lukas ist weg, aber ich war nicht weg, Leute, ich war ganz Zeit. Das ist die gleiche Situation wie mit den anderen Kollegen. Krass. Mois, und ich habe ein Geschenk für dich. Das ist deine neue Ferrari, wenn du willst. Das ist deine neue Ferrari. Eine Esel, ne, und kannst du fahren. Aber wo kriegt er den Esel her? Er ist selber ein Esel. Ach so, er hat den Ziel. So, okay, gut. Boah, darf der das sagen? Bruder, der hat gerade einfach den krassen 180 Grad Drehkick Mois, ne, sogar 360 Grad Drehkick Mois, Tornado Kick Mois als Esel betitelt. Der lacht den einfach aus, nach allem, was Mois für ihn gemacht hat. Denn ich meine, man würde den Typen ja gar nicht kennen ohne Mois. Der sitzt da und lacht Mois einfach aus. Boah, wenn Mois sich das gefallen lässt, ich weiß auch nicht mehr, Leute. Okay. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass sogar Lukas und andere, auch Obdachlose, einfach nur ausgenutzt wurden, damit er halt besser dasteht, was halt auch Bluff war, wie sich jetzt herausstellt. Das Wichtigste wurde alles gesagt, oder? Ja, das. Genau, dann würde ich sagen, falls euch aber auch trotzdem diese Art von Format halt gefällt, könnt ihr sogar auch gerne, wenn ihr Bock habt, einfach mal sagen, falls ihr mal irgendwie gescampt wurdet oder vielleicht sogar jemanden gescampt hat oder so etwas. Ja, ich melde mich bei ihm und werde mich bei ihm beschweren darüber, dass ich von ihm gescampt wurde und 40 Minuten meiner Lebenszeit beraubt. Nein, Spaß beiseite, war schon in Ordnung, mal ein paar Einsichten da rein zu erhalten, weil viele von euch wissen gar nicht, wie sowas abläuft. Ich habe ja damals mein Beef mit Bartmann gehabt, weil es exakt dieselbe Situation war. Die Obdachlosen wurden einfach nur ausgenutzt. Der Typ von Bartmann damals hieß Peter. Der hat sich dazu dann geäußert, hat Statements veröffentlicht, beziehungsweise Leute sind zu ihm hingegangen und haben ihn Statements halt machen lassen. Das Ding ist ganz eklig geworden und schon da wusste ich, dass diese Art von Masche nur darauf aus ist, Reichweite zu generieren, Klicks zu holen, Geld damit zu verdienen, plus die Reputation zu steigern. Und all das war, so wie es jetzt klingt, tatsächlich auch die Urintention dahinter, mit diesem Lukas zusammenzuarbeiten. So viel zu dem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Lasst euch einmal umarmen. Und ciao.